Ich habe Industriedesign gewählt, weil ich ja eigentlich Autos designen wollte. Und mein Vater hat immer Automotorsport gekauft und dann haben wir die immer zusammen gelesen. Ja, und dann dadurch kam dann auch irgendwie das Zeichnen. Danke, tschüss. Ein Auto zu zeichnen und vor allem ein Auto zu waschen, kannst du wirklich die Form von dem Auto sehen. Ich glaube, der Kontakt ist sehr wichtig. Auch wenn ich irgendwo shoppen gehe, auch für Kleidung und so, finde ich online nicht so gut. Ich will immer hingehen und das anfassen und gucken, wie das sich anfühlt immer. Wenn man in Berlin fährt, muss man immer mit dem Fahrrad aufpassen. Das haut man immer um. Die Straßen so anders gebaut sind wie in Barcelona eben. Und da bin ich gar nicht dran gewöhnt. Voll geiles Design hier mit dem Fader und so. Automatisches Cut-off kannst du machen, guck mal. Nee, bei mir läuft eigentlich immer Musik im Auto. Also außer ich fahre gerade so einen richtig coolen Oldtimer. Und dann will ich eigentlich nur die Musik von dem Motor hören. So Fenster runter und einfach so den Wind ins Gesicht, das ist eigentlich das Geilste. Mein Ort in der Welt ist am Ende, glaube ich, erstmal da, wo meine Familie ist und meine Freunde sind. Und das ist in dem Moment Barcelona auch. Aber ich finde, Barcelona ist auch meine Heimat, weil ich eben, nicht nur weil ich hier geboren bin, sondern weil ich auch nach dem, also mein Abi und die Universität hier gemacht habe und dann echt diese späteren Jahre auch hier verbracht habe, wo ich halt einen engeren Freundeskreis gebildet habe. Vor allem, weil ich halt jedes Mal, wo ich weggehe, dann merke ich, ich vermisse Spanien und ich vermisse Barcelona. Und das ist am Ende, was mir sagt, ich muss hier zu Hause sein. Ich brauche irgendwas Kreatives und dann sowohl in der Uni als auch in der Musik kann ich das ja zum Glück machen. Und da ist es mal cool, dass man nicht genau weiß, woher alles kommt und nicht alles erklären kann. Ich glaube, ich bin ein bisschen so ein Control-Freak manchmal bei verschiedenen Sachen und ich mag die Kontrolle haben von wo ich gerade bin und was ich gerade mache. Aber ich finde es auch cool, manchmal nicht Herr von seinen Gedanken zu sein und sich mal gehen zu lassen. Manchmal muss man auch riskieren. Und das ist ja auch no risk, no fun, ein bisschen so der Spaß der Sache.